Er möchte sagen, wir sind kein muslimisches Land, sondern ein katholisches Land. Und jetzt kommen halt viele Moslems nach Bayern und da wird es viele Probleme geben. Das ist ein Wahlkampfmanöver. Die CSU ist eine wieder sehr starke bayerische Partei. Sie ist seit dem Zweiten Weltkrieg an der Regierung. Aber sie hat jetzt von rechts, also von der AfD, große Konkurrenz. Und die AfD hantiert mit christlichen Werten. Und ich glaube, Herr Söder muss irgendwas machen, dass er im Oktober, wenn die Wahl ist in Bayern, dass er auf jeden Fall gewinnt und er versucht, bei den sehr konservativen Kräften Stimmen zu sichern. Und das ist eins. Das hat wahrscheinlich mit Glauben gar nichts zu tun.